Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. Herzlich willkommen, liebe Grünstadtmenschen, bei einer neuen Folge von Kurz und dreckig. Heute erfahrt ihr von mir, welche Gartenarbeiten ihr im Juli erledigen könnt. Und außerdem habe ich noch ein paar wichtige Pflanzenpflegetipps für euch. Wenn ihr noch mehr Infos zu den Themen braucht, dann klickt ihr einfach auf die Links in den Shownotes. Der Sonnenschirm ist aufgespannt, der Eistee kühlgestellt und der Duft des Sommers liegt in der Luft. Endlich findet das Leben wieder draußen statt. Und Garten und Balkon werden zu kleinen Oasen im Alltag. Dort heißt es, Füße hochlegen und die Sonne genießen. Da darf natürlich eins nicht fehlen, gemütliche Gartenmöbel. Wer von euch für diese Saison dringend neue Stühle, Sessel oder eine Liege braucht, sollte sich unbedingt mal im Online-Shop von Otto umschauen, dem Partner der heutigen Folge. Dort findet ihr nicht nur Gartenmöbel für jeden Geschmack, ihr könnt zudem mit gutem Gewissen shoppen. Denn Otto hat dieses Jahr eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit gestartet. Das bedeutet konkret, ihr findet im Shop über 100.000 Möbel aus nachhaltigem Holzanbau, die allesamt mit dem FSC-Siegel ausgezeichnet sind. FSC? Was war das nochmal? FSC steht für Forest Stewardship Council. Das ist eine Organisation, die sich für verantwortungsvolle und nachhaltige Forstwirtschaft einsetzt. Kauft ihr ein Möbelstück, das das FSC-Siegel trägt, könnt ihr euch sicher sein, dass es aus einer ökologisch nachhaltigen und sozial verantwortungsvollen Waldwirtschaft stammt. Da solltet ihr beim Kauf von Holzmöbeln unbedingt drauf achten. Denn der Erhalt der Wälder ist ein Thema, das doch jeden etwas angeht und zu dem auch jeder einen Beitrag leisten kann. Also, schaut doch mal bei Otto vorbei. Dort findet ihr sicherlich die perfekten Gartenmöbel für euren Balkon oder die Terrasse. Der Ziergartentipp. Stockrosen gehören zu den schönsten Bauerngartenpflanzen. Auch wenn sie Rosen heißen, gehören sie botanisch eigentlich zur Familie der Malven. Sie werden bis zu 2 Meter hoch und zeigen an einem sonnigen Standort im Staudenbeet oder am Gartenzaun ihre prachtvollen großen Blüten. Jetzt im Juli kann man Stockrosen in Anzuchtschalen aussehen. Die zweijährige Pflanze blüht dann nämlich schon im kommenden Jahr. Sät die kleinen flachen Samen einzeln in kleine Anzuchttöpfe mit nährstoffarmer Erde, gießt sie ein bisschen an und stellt eine Haube darüber. Nach etwa 2 Wochen keimen die Stockrosensamen. Wenn sich das erste richtige Blattpaar gebildet hat, dann könnt ihr die kleinen Stockrosen in größere Töpfe umsetzen. Ins Beet sollten sie erst im September gepflanzt werden, wenn die Jungpflanzen groß genug sind. Und am besten auch gleich mit einem Schneckenschutz, denn die gierigen Schleimer, die haben junge Stockrosen zum Fressen gern. Wenn ihr Stockrosen direkt ins Beet sehen wollt, ist es besser damit noch bis zum Spätsommer zu warten. Und einmal im Beet etabliert, sehen sich Stockrosen in der Regel auch selbst weiter aus und erscheinen so immer wieder. Und noch ein Tipp, wenn ihr einige der Pflanzen direkt nach der Blüte bis auf die Blattrosette zurückschneidet, dann können sie im nächsten Jahr sogar noch ein zweites Mal blühen. Der Balkontipp. Apropos Bauerngarten. Der Sommer ist wieder Hochzeit für Geranien. Ob stehend oder hängend, als Bepflanzung für Töpfe, Kübel oder Balkonkästen, die Sommerblüher machen einfach immer etwas her. Damit die Pflanzen sich in ihren Gefäßen wohlfühlen und gut entwickeln, ist es wichtig, sie richtig zu gießen. Geranien sind nämlich Gewohnheitstiere und können schwankende Wassermengen gar nicht leiden. Stehen sie zu trocken, dann bilden sie nur wenig Blüten und sind sie zu nass, dann faulen die Wurzeln. Und ist dann auch das Wetter wechselhaft, neigen die Pflanzen zu Korkflecken, Blattverfärbungen und Wucherungen auf den Unterseiten der Blätter. Die sind zwar keine Gefahr für die Pflanze, sehen aber auch nicht besonders schön aus. Gießt eure Geranien am besten morgens oder abends und nicht in der Mittagshitze. Das Wasser sollte zimmerwarm sein und beim Gießen nicht über die Blätter laufen lassen. Alle 14 Tage solltet ihr etwas Flüssigdünger ins Gießwasser geben, um die Blüte zu unterstützen. Also, behaltet eure Geranien im Auge und achtet beim Gießen immer darauf, dass die Erde gleichmäßig feucht ist. An heißen Tagen muss man demnach deutlich mehr gießen als an kühlen. Und an einem schattigen Ort natürlich auch weniger als in der prallen Sonne. Aber die unermüdliche Blüte der schönen Kübelpflanzen ist das bisschen Mühe allemal wert, oder?
Der Nutzgartentipp. Erdbeeren gehören für mich zum Sommer wie die Sonne. Die frischen, sonnenwarmen Früchte direkt von der Pflanze zu naschen, ist die schönste Belohnung für die Gartenarbeit. Damit eure Erdbeerpflanzen auch im nächsten Jahr wieder Früchte tragen, solltet ihr sie nach der Ernte zurückschneiden. Entfernt die Ausläufer und alle Blätter, die welk oder fleckig sind. Passt aber auf, dass ihr dabei das Herz der Pflanze, das sind die jungen, weichen Blätter im Innern, nicht verletzt. Das Ausputzen ist wichtig, damit die Pflanze sich erneuern kann und sich Pilzkrankheiten nicht so leicht auf den Erdbeeren ausbreiten. Rund um die Wurzeln wird der Boden vorsichtig aufgelockert und etwas Laubkompost oder organischer Beerendünger untergearbeitet. Vorsicht, normalen Gartenkompost, den vertragen Erdbeeren nicht so gut. Der ist für die Waldrandpflanzen nämlich viel zu salzig. Außerdem sollte der Dünger für Erdbeeren nicht zu stickstoffhaltig sein. Sonst gibt es zwar große Pflanzen, aber nur wenig Beeren. Mehrmals tragende Erdbeersorten, die bringen bis in den Oktober hinein Früchte und werden dann erst im Herbst zurückgeschnitten. Detaillierte Infos zu unseren Juli-Themen, die gibt's in den weiterführenden Links unter den Shownotes. Und habt ihr Fragen, Ideen oder Wünsche rund ums Thema Garten? Wir freuen uns auf eure Nachrichten auf unserem Instagram-Kanal oder per E-Mail. Wenn euch die Gartentipps von Grünstadtmenschen kurz und dreckig gefallen, abonniert uns doch einfach bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Eure Carina.